Vielen Dank für dieses sensible Thema, das inzwischen nicht mehr sensibel gehalten wird. Aber an solchen Themen, die eigentlich für die Älteren vorbeilaufen, weil wir nicht mehr unmittelbar mit den Kindern und Einrichtungen zu tun haben, an solchen Themen sehen wir. Wie verkommen unsere Gesellschaft geworden ist und wo der Weg hinführt. Grüne Ideologie nennt man das. Und ich nenne sie eigentlich die furchtbarste Ideologie, die ich erleben muss in meiner Lebenszeit. Ja, deswegen hat auch Peter Hane deutlich gesagt, wir werden von Idioten regiert, die von nichts eine Ahnung haben, die das Leben nicht kennen. Und sie verteilen das Geld überall. Aber hier, wo wir es brauchen, verteilen sie es nicht. Sie meinen, der Ukraine-Krieg ist schuld an unseren Kosten, an unserer Energiesituation. Nein! Leute, wir wissen es besser. Und viele, die zu Hause sind, wissen es auch besser. Die Ursache unserer Situation ist die verdammte Politik dieses Landes. Und sie fördern Kriege, ohne rot zu werden. All das, was sie mal bei der Wahl gesagt haben, ist unterm Tisch gefallen. Sie lügen von morgens bis abends, ohne rot zu werden. Und wir sehen es in Bayern. Na, CSU hat die meisten Stimmen bekommen und verlässt natürlich dann die Freien Wähler und geht zu den Grünen. Also schlimmerer Verrat an das Volk in Bayern, einen schlimmeren Verrat kann es nicht geben. Aber ein solcher Verrat ist inzwischen normal geworden, Rücktritte gibt es nicht mehr. Sie ziehen all ihre furchtbaren Pläne gegen die Menschheit durch. Und wir stehen als Bollwerk und als Mauer. Und wir lassen es nicht mit uns geschehen. Und wir werden aufpassen, was jetzt im Herbst weiterläuft. Und wir machen mit den Dingen, die Sie von uns fordern und wollen, wir machen da nicht mit. Nein ist ein vollständiger Satz. Und wir sagen Nein zu Waffenlieferungen. Und wir sagen Nein zum Krieg. Und wir sagen Ja zu Verhandlungen, zur Diplomatie. Aber was ich schon mal sagte heute, die wir gewählt haben, haben nichts zu sagen und die etwas zu sagen haben, haben wir nicht gewählt. Und deshalb werden wir auch in den nächsten Wochen weiter auf die Straße gehen, aufklären und den Finger in die Wunde packen. Applaus